So, liebe Freunde, ja, jetzt geht's wieder los mit einem Tag. Ja, jetzt taggen wir mal, jetzt von mir habe ich mir selber 10 Fragen ausgedacht, ja, und let's go. Bevor wir auf das eingehen, möchte ich noch was vorstellen, ja, die Bruce Lee Box, ja, und die habe ich schon lange, also die habe ich für ganz viele Jahre bei eBay mal gekauft, weil ich bin so ein großer Bruce Lee Fan, und die ist von Amerika, ist eigentlich alles nur in englischer Sprache, was kein Problem ist, ja. Man ist ja auch ein bisschen, ja, Englisch gewandt, und da gibt es auch, habe ich auch mal auf VHS gehabt, so die private Trainingsstunden mit Bruce Lee und seinen Schülern in den 60er in Amerika, in Bruce ist ein privatem Haus, ja, und da sind so Trainingsfrequenzen drauf und viel mehr, ja. Und was besonders an der Hülle ist, ist die Länge. Die hat eine besondere Länge, also nicht wie normal DVD, sondern weil ja viele mehrere DVDs drin sind. Da gibt es eigentlich auch verschiedene Systeme. War eigentlich soweit die erste DVD-Box. Ja, kuriose Goldstücke in meiner Sammlung, wo sonst kein Sammler hat, wie zum Beispiel das, ja. Und wenn du normale DVD daneben stellst, siehst du den Unterschied, ja. Das ist normale DVD, das ist Special, ja. Und wenn du, wenn man das mal so vergleicht, könnt ihr mal ein bisschen genießen, den Unterschied. Und wenn man eine DVD-Box hat, ja, man macht sie auf, zack, und dann hast du deine verschiedenen Seiten drin, ja. Erste CD und zweite, dritte, vierte, auf der 6. CD, ja. Und bei der ist anders. Die geht halt in Länge. Und der Aufmarsch, das sieht halt so aus, ja. Und da gibt es ja noch DVD-Box. Da ist dann der Stick ein bisschen länger und dann sind halt die ganze CDs auf dem Stück drauf, die, ja, DVDs. Ja. So, ich finde es immer so schön, wenn die Leute 10 Fragen haben, gegenseitig als Filmsammler. Da finde ich super, wenn man dann aus der Ferne zusammenarbeitet und gewisse Kanäle, man kann damit Kanäle supporten. Ja. Und ich bin schon zweimal getaggt worden, das hat mich sehr geehrt und gefreut, weil ich bin ja ein Teil dieser Filmsammel-Community-Gemeinschaft, ja, und war ich schon glücklich. Aber wenn ich jemand anderes getaggt habe, und das habe ich auch schon jetzt, dann haben die anderen Leute den Tag nicht mitgemacht. Das finde ich immer sehr traurig und schade, ja. Und erstmal möchte ich halt aus Sicherheitsgründe 3 Leute taggen, ja, und falls einer nicht mitmacht, dass die Möglichkeit größer ist, dass wenigstens einer oder die anderen 2 mitmacht, aber ich denke mal 2 machen mit. Wir haben da einiges über das WhatsApp abgeklärt und stelle jetzt 10 Fragen, ja, weil, wie schon gesagt, ich habe ja die Erfahrung davor gemacht, dass ich war glücklich, dass ich getaggt worden bin, aber wenn ich andere Leute taggte, da machten die nicht mit. Und dann war er schon traurig, weil dann habe ich gedacht, ja, ich gehöre doch zur Filmsammelgemeinschaft dazu oder doch nicht. Ja? Aber doch irgendwie schon, weil ich wurde ja getaggt. Aber dass andere den Tag von mir nicht annahmen, vielleicht doch nicht, keine Ahnung. Egal, also, ich denke mal, wenn ich später Ende des Clips 3 Leute tagge. Ja? Um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn man alle 3 mit, dann war es ja noch besser. So, Freunde. Ich habe mir 10 Fragen aufgeschrieben und gebe auch meine Antworten dazu. Und welche erste Frage? Welche Genre ist dein Lieblingsgenre? Martial Arts ist mein Lieblingsgenre, weil das ist am unterhaltsamsten. Du kannst dir die Körperforschung von den verschiedenen Artisten anschauen.
es hat immer die beste Story, ja. Und ja, also gibt die Geschichten geben einem immer was mit auf dem Leben und man es motiviert einen selber Sport zu machen, ja. Und ja, treten auch oft sehr schöne Frauen auf. Man ist selber motiviert, das Beste aus seinem Körper zu machen, sei es Muskelentwicklung oder Martial Arts. Ja. Also das hat, und was ich sehr gut mag, ist Comedy, romantische Filme, Sci-Fiction-Filme, Erotik-Filme natürlich. Ja. Ja, das sind so meine Genre, wo ich feiere. Ja, da gibt es auch natürlich auch einen Mix aus, das, ne? Martial Arts ist ja zum Beispiel beweglich, da gibt es ja so viele Filme, wo sich jeder Genre anpasst, ja. Jetzt zweite Frage, ja. Und ich, wo später gedeckt sind, müssen die dann die Fragen auch beantworten, ja. Die Fragen habe ich mir selber ausgedacht, weil andere Leute denken sich auch Fragen aus und fangen an zu taggen und dann geht es so wie ein Schneeballsystem los und diese Fragen haben wir selber ausgedacht. Ja. Zweite Frage, welche verstorbene Schauspieler vermisst du? Bei mir Bruce Lee, ja, der war so genial und hat so einen Lebenskampf gehabt und er hat so viel Stil in kurzer Zeit gelernt mit seinem guten Talent und mit seinem Ehrgeiz und Disziplin. Und ein leuchtendes Vorbild und super Filme gedreht. Ja. Der hat die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg vereint, indem er Vorteile abgebaut hat, jeden Schüler unterrichtet hat, wo er denkt, er unterrichtet nicht auf die Herkunft geschaut, sondern ja, da hat er schon Regen gebrochen und er hat mit seinem Jeet Kune Do europäisch Wissen und fernostasiatisch Wissen zusammengepackt und damit auch wieder die Menschen vereint. Und als er mal durch Gewichtstraining sich einen Nerv eingeklemmt hatte beim Rücken, sagt der Arzt zu dem, Bruce, du wirst wahrscheinlich nie mehr wieder gehen können. Und Bruce Lee arbeitet an sich und zum Schock der Ärzte, er kann wieder laufen. Ja. Dann sagen die Ärzte als nächstes, Bruce, ein Wunder, dass sie wieder gehen können. Aber sie werden nie mehr wieder Sport machen können oder kämpfen können oder sowas. Und Bruce Lee trainiert fanatisch und kommt besser wie je zurück in die Kampfsportszene. Ein leuchtendes Vorbild und auch die Philosophien von Bruce Lee geben Menschen heute noch Kraft, auch welche, die selbst kein Martial Arts machen. Ja? Natürlich Martial Arts Artisten ewig so, aber auch Leute, die mit dem Genre, also mit dem gar keine Berührung haben. Und Bruce Lee als den vermisse ich, weil er war ja so am Höhepunkt seiner Karriere, wo er dann leider verstarb und dann auch sehr jung und ja, mit 32 so. Also der. Was hätte er noch für Filme drehen können? Der fällt mir, muss ich sagen. Ja. Dann vierte Frage. Mit welchem Dritte Frage. Welchen Schauspieler würdest du gerne treffen? Ja. Boah, so viele Schauspieler. Ich könnte auch mehrere Schauspieler aufzählen. Also, wen würde ich gerne treffen? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Gern viel, ja. Bruce Lee würde ich auch gern treffen, aber das geht ja leider nicht mehr, der ist ja verstorben. Jackie Chan, ja. Ich kann so viel aufsehen. Sammo Hung, Yui Biao, Jet Li. Richard Norton, Cynthia Redrock, Michelle Yeoh, Polo Yang, Äh,
Donnie Yen, Jet Li, habe ich vielleicht schon gesagt, Tony Jaa, Ken Shamrock, boah, so viel. Chuck Norris, Van Damme, Jean-Claude Van Damme, Mike Quincy, Vince Zabka, Martin Kopf, Thomas Lenk, Griffith, wow. Mel Gibson, Arnie, Stallone, ja, also gibt so viele, also so viele, ja. Philipp Rey, ja. Ralf Möller, aber David Rassel hat Ralf Möller getroffen, den gönnt's ihm, der hat einen Preis, ja. Yu Ying Jung, Mona Lee, also, viele, 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 ja. Also, ja. Vierte Frage: Mit welcher Schauspieler oder Schauspielerin hättest du gern ein Date? Also bei mir gilt es halt nur Schauspielerinnen, wenn es um Rendezvous geht. Aber die Frage kann auch eine Frau bekommen. Ja, und deswegen muss ich ja schreiben: Schauspieler oder Schauspielerinnen. Ja. Weil das ist ja nicht nur Frage an Männer, sondern auch an Frauen. Also. Cynthia Redrock, ja. Brigitte Lin, Maggie Chung, Mona Lee, ja. Also man kann da auch mehrere aufzählen. Ich könnte noch mehr aufzählen, aber dann heißt, was ist mit dem los? Das ist ja ganz schöner Harem, ja. Yu Ying Hung, ja, das sind alle Frauen mit süßen Gesichtern, ja, und süßen Lächeln, die mein Geschmack wären. Ja. Also eine von denen ist so schönes Rendezvous zu haben, das wäre ein Traum, ja. Ja, sind halt Träume. Ich muss sagen, auch wenn Pamela Anderson auch eine schöne Frau ist, aber da werden mir die Frauen, wo ich gerade aufzählt habe, viel lieber. Weil die Frauen, wo ich aufgezählt habe jetzt gerade, die haben so ein süßes Lächeln und das ist mir viel lieber wie Pamela Anderson ihre Plastikbrüste. Ja. Und das sind auch einige, also das sind auch, wo ich aufgezählt habe, viele Martial Arts Kanalen noch dabei. Aber die haben so ein süßes Gesicht und ein süßes Lächeln und auch sofern ich das aus der Ferne beurteilen kann, auch einen guten Charakter, das wäre schon ein Frau, das sind Typ Frauen, mit denen kann man eine schöne Zeit verbringen. Ja? So. Fünftens, welche deutsche Filme war für dich der beste? Also ein Spielfilm, ja. Das Schwert des Meisters von Mario Marino und seiner Crew. Das war für mich der beste deutsche Film, den ich je gesehen habe, weil er gerade meine Genre anspricht. Perfekte Martial Arts Action, ja. Perfekte Story. Ja. Und das hat eine Crew privat gemacht. Ja. Kommt auch professionell rüber. Ja. Man merkt halt oft, manchmal ein bisschen an der Schauspielerei, dass das jetzt keine professionellen Schauspieler sind. Aber das ist auch nicht eine Schauspielschwäche. War trotzdem gute Schauspielleistung und Martial Arts Kampftechniken perfekt. Ja. Da haben die, wenn man zusammenarbeitet, kann man sowas kreieren. Ja. Sehr schön, ja. Kann man YouTube ansehen, das Schwert des Meisters von Mario Marino und seiner Crew. Klasse, also perfekt. Ja. Welche Filme bewegten was Positives in deinem Leben? Sechste Frage.
Also Martial Arts Filme, weil die haben eine Story, wo oft was Lehrreiches drin ist oder meistens was Lehrreiches drin ist, dann halt die Motivation, dass man Sport macht, ja, weil viele haben ja immer Impuls gehabt, Sport zu machen, ja. Aber Max Schmeling hat damals Boxer gesehen und dachte, boah, das wäre was für mich. War mit Ali, dem haben sie sein Fahrrad gestohlen und er kam und er kam in ein Box-Dojo und der sagte, ich will Boxen lernen, um mich zu rächen an meinem gestohlenen Fahrrad. Ja, viele andere schauen sich irgendwelche Actionfilme an oder Martial Arts Filme und sind inspiriert, in Dojos zu gehen oder in Fitnessstudio zu gehen, was positiv draus, was zu machen. Irgendwo hast du ja deinen Impuls, motiviert zu werden. Und ja, das sind und das sind Genre, die einen motivieren, weil die Martial Arts Filme sind ja natürlich auch mit Lebensphilosophie verbunden und Tradition und Geschichte und die Lebensphilosophie, die gibt ja schon allein was mit. Und wenn du dann Lust hast, einen Martial Arts Stil zu lernen, egal welchen, das gibt dir doch was mit. Ist doch schön, wenn du positive Impulse von einem Film bekommst. Ja? Siebte Frage. Welche Filmmusik findest du besonders gut? Ja, es gibt so schöne und perfekte Musik, die von Braveheart, die Filmmusik, oder von Rocky, oder von Karate Kid, oder von Cobra Kai, was auch sehr schön war, ist, ja, Wong Fei Hung, die Hymne von Jet Li, oder von Ip Man, Donnie Yen Verfilmung, Ip Man, diese Musik, sehr schön, geht zu Herzen, das, oder A Better Tomorrow, der Hongkong-Mafia-Film, hat sehr schöne Musik, so seelisch, es ist Musik, auch, wo einem seelisch mitnehmen und emotional treffen, oder A Ghost Story, ja, von Tsui Hark, von dem Regisseur, sehr schöne traditionelle chinesische Musik, die einen in der Seele bewegen, ja. Also gibt es schöne Musik, also in Filmen auch. Auch wo du gleich die Musik hörst und weißt, das ist der und der Film. Ja. Wie bei Rambo oder bei Terminator oder bei Conan, der Barbar oder Zerstörer, wie auch immer. Das sind Filmmusik, die einen Wiedererkennungswert zu dem Film und das sind Musik, wo es sehr schön ist. Ja. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich geschwind weglaufen darf, bin gleich da ohne Momento. Gleich finde. Ah, das war peinlich, wenn ich es nicht finde. Das war jetzt schon spontan aus dem Kopf raus. Bin gleich im Lauf, Freunde. Nicht verzagen. Ah! War eine Schallplatte, ja, von dem Soundtrack Conan, der Barbar, ja. Eine Schallplatte vor, jetzt fällt mir ein, nur so ein Schallplattenspieler, aber mein Kette ist kaputt gegangen. Ach, sehr schön, wie die damals das gemalt haben, immer die Cover von VHS-Kassetten und Schallplatten. Ja. Ich habe mir vom Kumpel so ein gebrauchtes Schallplattenspieler gekauft, 2 Euro hätte ich mir bleiben lassen, weil kam die Wand angemalt und der fing an zu brennen und wir haben gleich gelöscht. Wand war ein bisschen schwarz und ich konnte da, musste nochmal drüber streichen. Egal, aber Conan, peinlich, so ein bisschen eingestaubt, das ist auch eine sehr schöne ästhetische Musik. So. Achte Frage. Welche Serie magst du am liebsten? Ah, Cobra Kai, beste Serie ever. Dann, was ich auch sehr gut feiere in der Science-Fiction-Ecke, Sliders. Ja. Dann halt die ganze alte Ikone von Thunder in Paradise von Hulk Hogan, dann Texas Ranger Walker, ja, ich war noch so dabei, wo die Serie gestartet hat, wo nur der Chuck Norris einen Gastauftritt gehabt hat bei WWF Wrestling als so ja,
so Sicherheitsdienst-Referee draußen noch, als Undertaker gegen Okuzuna das zweite Sackmatch hatte, dass da keiner einmischte wie im ersten Sackmatch ein paar Jahre davor. Und da hat er im Showkampf den Jeff Jarrett umknietet. Ja, in der Serie treten auch einige Ikonen auf wie Richard Norton oder gegen Macho Man Randy Savage hat er auch einen Showkampf gehabt bei Texas Ranger Walker. Ja, da treten einige Stars auf. Auch Hulk Hogan hatte einen Gastauftritt bei Texas Ranger Walker. Dann E-Team, da gibt es so viele Serien, wo ich gern schaue. Aufgewacht als Vampir, neue Serie. Meine lieblingsdeutsche Serie sind die Pfefferkörner. Die Kinder da wie die Lucky Kids da und ein Fall denken sie nach dem anderen auf. Die zeigen das schöne Ambiente von der Stadt Hamburg. Da gab es auch mal eine Folge, wo so ein türkischer Junge mit Kendo Schwertkunst dann ein Bösewicht besiegte. Und das war schon Lucky Kids mäßig, als Pfefferkörner und Spitze. Ja. Also gibt es einige Serien, wo ich feiere. Von Conan der Barbar gab es später eine Conan-Serienverfilmung mit Ralf Möller, die fand ich auch gut. Xena, da gibt es einige gute Serien, also ja. Neunte Frage, gibt es einen exotischen Schauspieler, den du feuerst? Also ja, für die Deutschen, die in Russland oder in Kasachstan geboren sind, ist das kein exotischer Schauspieler. Für Russisch-Deutsche oder russische Leute ist das auch kein exotischer Schauspieler, aber für die Leute, die hier, für die meisten Leute hier ist das ein exotischer Schauspieler, das ist der Kramerow. Der war bekannt in der Sowjetunion, sehr gute Comedy-Filme zu drehen, ist ein jüdischer Schauspieler, der in Russland geboren ist und ein gutes Talent gehabt hat zur Schauspielerei und zur Comedy. Den Mensch ich sehr bewundere, ein Star für mich ist und jemand, der wirklich gute Filme gedreht hat. Das war sogar, Vladimir der Schreckliche war damals in der WT-Zeit niemand, der so eine lebensfrohe Natur war, aber war lustig und hat mir von einem Film erzählt. Ich kann den russischen Namen jetzt nicht mehr sagen, aber auf Deutsch heißt der Film Gentleman des Glücks. Da hat er eine Szene erzählt, wo lustig ist, ja, vom Vitali Wolf und Kramerow. Ja, und den Humor, den Witz hat mir im Kopf abgespeichert und viele Jahre später, 1999, lernte ich von einer Frau, die in Russland geboren ist, Deutsch. Ja, und sie hat viele so alte Filme von der Sowjetunion gehabt, so auf VHS, und ich habe, die hat mir auch ein paar Filme gezeigt und so, und ich habe ihr den Witz erzählt, was mir Vladimir der Schreckliche erzählt hat, und sie voller Freude sagt, den Film habe ich, den schauen wir jetzt gleich an. Wir haben da vorher im Russisch gelernt und als Belohnung gab es dann solche Filme, hat mich sehr interessiert, weil Lenin sagte schon, Wissen ist Macht ja, dann sah ich mir den Film an und da haben sie mal die Stelle gezeigt, wo der Witz vorkommt. Und da war ein großer Kramerow-Fan und Kramerow hat dann bei der Zusammenbruch der Sowjetunion, dann ist er nach Amerika gegangen, vielleicht sogar kurz davor noch, weil er als Star Sonderprivilegien genossen hat. Und er wollte in Amerika groß rauskommen. Schade, dass er es nicht geschafft hätte. Gönnt hätte sich ihm, Talent hätte er gehabt. Aber Kramerow hat noch in zwei Filmen, die Welterfolg bekamen, eine kleine Nebenrolle gespielt. Das war bei Arnold. Das war bei Arnold Schwarzenegger, Red Heat. Ja, Arnold Schwarzenegger, da hat Kramerow als
ja, sagt, ja, als Vorgesetzter vom Arnie, der die Rolle gespielt hat, Ivan Danko, den zusammengeschissen im Krankenhaus, also angeschumpfen und mit einem ernsten Gesicht, wo man eigentlich so von Kramarow gar nicht kennt, weil er hatte ja in der Sowjetunion so lustige Gesichter gezogen. Das, da hat er eine Glanzleistung hingebracht, obwohl es nur eine Nebenrolle war. Beim Stallone hat er auch mitgespielt, Kramarow, bei Tango und Cash. Stallone und sein Partner haben Bösewichter im Parkplatz vom Kaufhaus bekämpft. Ja. Die haben Bösewichter bekämpft im Parkhaus. Und da war das ganze Parkhaus zerstört und Kramarow kommt rein mit zwei volle Einkaufstüten. Ja. Und lässt sich geschockt fallen. Da hat er so wieder sein lustiges Gesicht gemacht und sagt dann, wie man ihn so kennt mit seinen lustigen Gesichtern, und sagt dann, warum die Zerstörung? Ich glaube an Perestroika. Und da steht der Lund drauf, willkommen in Amerika. Das fand ich auch sehr lustig. Und das sind Szenen, die kennen die meisten Leute nicht. Deutsche Leute, wo in dem Kasachstan oder Russland geboren sind, oder Russischdeutsche oder Russische Leute, die kennen nur die alte, meistens die alten Sowjetfilme. Die wissen zwar, dass sie in Amerika Karriere gemacht haben, aber die haben diese, wenn ich welche frage, die kennen diese Szene aus amerikanischen Filmen nicht. Ich kenne viele Filme von seiner Zeit aus der Sowjetunion, wo er gedreht hat, und diese Szene aus Amerika kenne ich auch. Ich habe mir später auch einige Kramarow-Filme auf VHS-Kassette gegönnt vom russischen Supermarkt. Und heute schaue ich sie im YouTube an. Also, man geht ja mit der Zeit. So. Zehnte Frage. Welchen Zeichentrickfiguren würdest du treffen, wenn es gehen würde? Also, letzte Frage. Ja, Mulan, ja, das, boah. Stitch, der ist auch sehr süß, der ist auch zum Knuddeln. He-Man, keine Ahnung, was gibt es noch, ja. Schwammkopf, ja, und dann mit denen ins Mallorca-Stübchen gehen und dann ein Gruppenfoto machen mit mir. Ästhetischer gibt es nicht mehr, das wäre schon lustig. Ja, aber geht ja leider nicht, aber das wäre schön. Ja. Gut, ich habe meine 10 Fragen beantwortet, ihr habt die 10 Fragen, die kommen von mir. Die habe ich selber von mir kreiert, die 10 Fragen. Ich habe meine eigenen 10 Fragen beantwortet und jetzt tue ich Menschen nominieren, ja, ich tagge Radre, ja, ich tagge ein Don Carotti und ich tagge ein Lederchen Grusel Kiste. So, jetzt, Freunde, seid ihr gefragt, ihr könnt die 10 Fragen aufschreiben und sie beantworten. Bitte macht den Tag mit, lasst mich nicht im Stich, ich gehöre doch auch zu dieser Filmsammelgemeinschaft dazu. Ja, liebe Freunde, ja. Jetzt habe ich Schmetterlinge im Bauch, weil ich an Yu Ying Hung gedacht habe. Ja, super. Ich wünsche euch was, liebe Freunde. Zeit sehen! Oh, ich bin eigentlich froh. Ich komme nicht mehr bewegen. So. Finde ich gut, dass. Gut, weil ich habe die 10 Fragen, habe ich gedacht, wenn das Paket in Frankreich gut angekommen ist, dann starte ich selber einen Tag. Ja? Ein Filmfan-Tag. Ja? Und ich habe also, mir richtig das Hirn zermartert, geniale Fragen mir aus der Rippen zu schnellen. Ja? Also wünsche ich euch einen schönen Feiertag, liebe Freunde. Adios, amigos.